darf ich Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Abendveranstaltung Impfen bei MS und Covid-19, ein Thema, was ja im Moment auch auf sehr, sehr großes Interesse stößt, wo auch viel Informationsbedarf, viel Unsicherheit vorhanden ist. Und wir wollen versuchen, heute Abend so ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Ich möchte Ihnen ganz kurz die Agenda für heute Abend schildern. Es ist so, ich werde anfangen mit einem kleinen Impulsvortrag zu MS und Covid-19 und werde dann an Professor Schwarz übergeben, der ebenfalls auch eine kleinere zusammenhängende Darstellung geben wird über Impfungen im Allgemeinen, aber auch natürlich insbesondere speziell auf die Covid-19-Impfstoffe eingehen wird. Ich möchte mich ganz kurz beziehungsweise uns Referenten vorstellen. Ich fange mal aus Höflichkeit auch mit Professor Schwarz an. Professor Schwarz ist Chefarzt des Institutes für Labormedizin am Klinikum Würzburg-Mitte, also dem Klinikum, an dem ich im Moment auch arbeite. Wir sind Kollegen, sitzen sozusagen ein bisschen Tür an Tür, kennen uns auch ganz gut, wissen auch so ganz gut mit diesem Thema umzugehen, haben das auch schon häufiger gemacht und freuen uns auch auf den Abend. Professor Schwarz, muss man sagen, ist schon seit vielen, vielen, vielen Jahren auch in der Impfstoffentwicklung beteiligt. Er führt bei uns am Haus auch klinische Impfstoffstudien durch. Das heißt, er ist wirklich sehr im Thema auch drin, kann Ihnen auch durchaus erläutern, relativ nah am Thema, wie Impfstoffentwicklung vor sich geht. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass wir ihn heute Abend als Experten noch haben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass er eigentlich in diesem Thema keine Frage unbeantwortet lassen muss. Zu meiner Person ganz kurz. Viele kennen mich aus dem Bereich der Amsel. Mein Name ist Matthias Meurer. Ich arbeite ebenfalls als Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum Würzburg-Mitte. Ich habe vor gut 30 Jahren habe ich mal nachgerechnet, eigentlich in der MS-Forschung angefangen, damals bei Professor Teuker an der Neurologischen Universitätsklinik in Würzburg. Und seitdem hat mich eigentlich das Thema Multiple Sklerose begleitet. Das heißt, wahrscheinlich ähnlich wie Herr Schwarz seit vielen, vielen Jahren Firm ist auf dem Gebiet der Impfstoffentwicklung, gilt das für mich so ein bisschen auf dem Gebiet der klinischen Multiple Sklerose. Und ich hoffe, dass wir beide zusammen eben da auch für Sie hoffentlich erschöpfende Antworten geben können. Ich möchte Ihnen noch ein paar Regeln für den heutigen Abend mitgeben. Und zwar, wir wissen, dass Impfstoffe, Impfen ein recht emotionales Thema ist. Von daher würden wir bitten, die Fragen sachlich zu stellen, auch wenn Sie unter Umständen anderer Meinung sind als das, was Sie hier auch in der Präsentation hören. Und wir würden auch darum bitten, dass Sie versuchen, in den Fragen eher ja, die allgemeinen Themen anzuschneiden und nicht persönlich auf Ihre persönliche Krankengeschichte einzugehen, weil das nämlich in so einem Webinar meistens A nicht lösbar ist, erschöpfend für denjenigen, der fragt, aber auch B für die anderen eigentlich nicht so besonders zielführend ist, solche Fragen zu beantworten, die so einen ganz persönlichen Bezug haben. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir wahrscheinlich nicht in der Lage sein werden, alle Fragen, die uns erreichen, weil wir sind, glaube ich, heute Abend über 300 Teilnehmer wahrscheinlich individuell zu beantworten, sondern ich werde versuchen, das ein wenig zu bündeln. Und dementsprechend kann es natürlich sein, dass jetzt vielleicht die Frage, die Sie individuell so gestellt haben, nicht unbedingt ganz genau beantwortet ist. Aber wir bitten deswegen, hören Sie einfach gut zu, weil es sind gar nicht so wahnsinnig viele Fragen, die sich um dieses Thema ranken, sondern es sind meistens doch ganz prägnante Themenblöcke, die besprochen werden. Und wir werden auch, denke ich, diese Themenblöcke sehr gut abhandeln. Deswegen auch im Nachhinein nicht böse sein auf die Geschäftsstelle und die Geschäftsstelle belagern. Die Kolleginnen dort, die können nichts dafür, wenn wir eben Fragen auslassen, beziehungsweise auch nach der vereinbarten Zeit das Webinar abbrechen. Also wir werden so bis knapp vor 8 die ganze Veranstaltung durchziehen. Wir werden Ihnen aber auf jeden Fall die Folien von uns zur Verfügung stellen, dass wir die Amsel machen. Und wir geben Ihnen auch noch Links, wo Sie letztlich auch schriftlich nochmal bestimmte Punkte dieses Abends nachvollziehen können. Ja, das sei der Vorrede genug. Und wie gesagt, möchte ich jetzt Ihnen einen kleinen Impuls geben zu dem Thema und gebe dafür mal kurz meinen Bildschirm frei. Ich hoffe, dass jetzt nur die Folien zu sehen sind. Vielleicht kurzes Nicken. Alles klar. Genau. Fang mal an mit eigentlich vielleicht so den wesentlichen Erkenntnissen zu
Covid-19, die wir gesammelt haben, die sich eigentlich auch seit den Publikationen, die aus China kamen, gar nicht so groß verändert haben. Mir tut es jetzt ein bisschen leid, dass hier auf der Folie die Prozentwerte nicht eingetragen sind, aber Sie können es in etwa im Kreisdiagramm abschätzen, dass eben, wenn man Covid-19 in der großen Kohorte betrachtet, bei ungefähr 80% der Patienten wirklich nur ein relativ milder Verlauf der Erkrankung zu erwarten ist. Ungefähr 14 bis 15% der Patienten haben schwerere Symptome und ungefähr 5% erleiden einen kritischen Verlauf. Und bei den kritisch kranken Patienten muss man leider auch feststellen, dass die Letalität ungefähr die Hälfte dieser kritisch Kranken betrifft, also 2,3%. Das ist ungefähr so die Daten, die aus den chinesischen Kohorten eben kolportiert worden sind. Sterben an Covid-19. Das ist im Vergleich zu anderen Infektionserkrankungen, die wir im Moment auch viral im Raum stehen haben, schon ein ziemlich hoher Wert. Und deswegen muss man die Erkrankung auch auf jeden Fall mit entsprechendem Respekt betrachten. Was wir aber gelernt haben, das zeigt Ihnen die Grafik, die nebenan stehend ist, dass die kritische Erkrankung und auch die Letalität extrem ungleich in der Bevölkerung verteilt ist. Sie sehen hier die ja, letztlich Mortalitätsrate von Covid-19 hier in 0, ausgedrückt, entspricht aber, wenn Sie 0 vorher lassen, den Prozentzahlen. Also hier wäre 20%, hier wäre 0%. Und Sie sehen, dass eigentlich bei den jüngeren Patientengruppen eigentlich kaum fatale Verläufe festzustellen sind. Das geht so ungefähr bis zum 40., 50. Lebensjahr. Und dann sieht man doch einen ziemlich deutlichen, ja fast exponentiellen Anstieg in der Fatalitätsrate dieser Erkrankung. Und ja, wir stellen dann bei den über 80-Jährigen fest, dass da die Letalität je nach Literaturangabe zwischen 15 und 30% schwankt. Also bis zu jeder dritte über 80-Jährige muss damit rechnen, wenn er sich infiziert, dass er diese Erkrankung nicht überlebt. Und das ist auch der Grund, warum natürlich insbesondere am Anfang der Impfkampagne besonders auf dieser Gruppe der extreme Fokus lag. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch mal einem 30-Jährigen passieren kann, individuell schwer zu erkranken. Aber Sie sehen ganz klar, wenn Sie die Bevölkerungsbasis nehmen, dass vor allen Dingen in den höheren Lebensaltern das Risiko, eben an Covid-19 zu erkranken, schwer zu erkranken, extrem steigt. Und das ist ein Merkmal der Erkrankung, das wird uns jetzt eigentlich durch die ganze weitere Präsentation auch begleiten. Und wenn wir uns nämlich angucken, was sind so die Risikofaktoren für einen schlechten Verlauf, dann steht, egal in welche Publikation Sie gucken, das Alter an erster Stelle. Und wir finden dann eben noch als Risikofaktoren leider das männliche Geschlecht. Das hat sich auch nicht so ganz rausmitteln lassen. Und vor allen Dingen natürlich Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, wo insbesondere eben Patienten zu nennen sind, die sowieso schon chronische Lungenerkrankungen haben. In Covid-19 ist, wie Sie hier auf dem CT-Bild sehen, eine interstitielle Lungenerkrankung, die eben zu einer, ja, letztlich Funktionsverlust des Lungengewebes führt. Kardiovaskuläre Erkrankungen spielen als Risikofaktoren eine große Rolle. Diabetes, Rauchen, Übergewicht sind letztlich die Faktoren, die man immer wieder im Zusammenhang mit schweren Covid-19-Verläufen findet. Aber ich hatte es Ihnen gezeigt, ein besonderes Risikofaktor ist und bleibt eben das höhere Lebensalter. Wenn wir uns jetzt angucken, wie verläuft denn Covid-19 bei MS-Patienten? Und das ist jetzt eine sehr, sehr kürzlich publizierte Arbeit von einer deutschen Arbeitsgruppe aus Hannover und Essen, ist es eine Kooperation gewesen, dann sehen Sie, dass sich eigentlich die, ja, Verhältnisse bei Multipler Sklerose relativ ähnlich darstellen wie in der Allgemeinbevölkerung. Wir sehen, dass 70 bis 80% einen relativ milden Verlauf haben, dass so ungefähr 15 bis 20% einen schweren Verlauf haben, der teilweise auch zu einer Krankenhausaufnahme führt. Und wir finden ungefähr ein Verhältnis hier innerhalb dieser Gruppe von, ja, 7% kritisch Erkrankten, von denen 4%, also ungefähr auch wieder die Hälfte dieser Erkrankten nicht überleben. Das entspricht, und das ist eigentlich ein erfreuliches Ergebnis, tatsächlich dem, was wir auch aus der Allgemeinbevölkerung plus minus immer wieder sehen.
Und auch bei den MS-Patienten ist es so, dass nicht die MS per se das Risiko darstellt, sondern, und das ist eigentlich auch recht eindrucksvoll an einer französischen Kohorte gezeigt und auch mittlerweile publiziert, dass es eben nicht generell MS-Patienten sind, die im Risiko sind, sondern eher MS-Patienten, die älter und eben schwerer behindert sind, also sprich mehr Begleiterkrankungen auch aufweisen. Was man hier gemacht hat, ist eigentlich geguckt, wer war mild erkrankt und wer war schwer erkrankt. Die Autoren haben schwer erkrankt definiert als die Patienten, die eben ins Krankenhaus mussten oder an der Erkrankung gestorben sind. Und Sie sehen, dass es bezüglich dieser Unterscheidung mild und schwer auch eine klare Abhängigkeit vom Alter gibt. Also je älter die Patienten, desto höher das Risiko, dass sie eben einen schweren Covid-Verlauf erleiden. Und das Gleiche gilt auch für die EDSS, die ja letztlich Behinderung widerspiegelt und damit auch Schweregrad der Erkrankung. Die, die mild erkrankt waren, bewegten sich im regelhaften Feld im unteren EDSS-Bereich, wohingegen die, die schwerer erkrankt waren, letztlich höhere EDSS-Werte hatten. Das heißt, man kann auch an dieser Arbeit ablesen, dass eigentlich auch für die MS-Population gilt, ältere Patienten und Patienten, die eben schwerer betroffen sind. Und da spielt weniger die MS eine Rolle, sondern eher der Behinderungsgrad und die verminderte Ventilation, zum Beispiel auf verminderte Lungenbelüftung, als die MS selber. Die sind tatsächlich im Risiko für schwerere Covid-19-Verläufe. Und die Frage, die ja immer auch gestellt wird, wie sieht das jetzt aus, wenn ich unter Therapie bin oder nicht, die lässt sich eigentlich auch mit dieser kürzlich von der deutschen Arbeitsgruppe publizierten Arbeit ganz gut beantworten. Sie sehen, dass innerhalb dieser 700 Patienten, die da untersucht worden sind, eigentlich alle Therapien auch dabei waren, die so im Moment im Markt erhältlich sind. Ziemlich großer Anteil auch von Anti-CD20-Therapien, also Ocrelizumab, Rituximab. Das mag auch so ein gewisser Beobachtungsbias sein, der da eine Rolle spielt. Also natürlich hat man vor allen Dingen auch diese Patienten eher in der Literatur gefunden, die eben unter Antikörpertherapien waren. Aber wenn Sie sich letztlich angucken, auch hier wieder aufgeteilt in milde, moderate und schwere Verläufe, da sieht man eigentlich nur einen signifikanten Unterschied bei denen, die überhaupt nicht behandelt waren. Und das heißt, die Therapie an sich gibt zwar Unterschiede, aber diese Unterschiede, und das ist eigentlich auch so im Moment das, was man akzeptiert, die sind letztlich wahrscheinlich innerhalb der Präparate relativ marginal. Was immer wieder auffällt, sind die Patienten, die nicht therapiert sind. Aber da muss man auch wieder sagen, nicht therapierte Patienten sind häufig die, die so schwer erkrankt sind, dass sie auch vom therapeutischen Spektrum her wenig Wahlmöglichkeiten haben, beziehungsweise die auch älter sind und eine Therapie eben entweder abgesetzt haben oder auch nicht mehr für nötig empfunden worden ist. Also auch hier spiegelt sich eigentlich wieder, es ist nicht unbedingt die Therapie, sondern es spielt vielmehr das Alter und auch der Behinderungsgrad, der wahrscheinlich als Risikofaktor eine Rolle spielt. Und das sollten Sie sich auch, wenn Sie jetzt Ihre Fragen stellen, auch bezüglich Risiko, was für ein Risiko bin ich eigentlich, was muss ich tun, immer vor Augen halten. Deswegen, ich möchte das kurz zusammenfassen, wenn es so darum geht, MS-Therapie in Zeiten von Covid-19. Ich glaube, es ist im Moment anhand der Daten relativ klar, dass sowohl die MS als auch die Therapie der MS nicht das Infektionsrisiko für Covid-19 steigert. Man kann, glaube ich, ganz klar sagen, MS-Patienten per se haben kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Insbesondere gilt das auch für MS-Patienten, die eine Therapie haben. Sie haben gesehen, es waren eher die, die keine Therapie haben, die da eine etwas verschobene Relation von schwerer und milder Erkrankung hatten. Das heißt, wir haben eine Risikobewertung in der MS-Kohorte eigentlich wie in der Allgemeinbevölkerung. Das heißt, ältere Patienten und Patienten mit Vorerkrankungen sind im Risiko. Was für uns eigentlich wieder bedeutet, auch innerhalb der MS-Therapie, es sind keine Veränderungen innerhalb der MS-Therapie notwendig. Patienten sollten ihre Therapie fortsetzen. Verschieben von Therapien macht keinen Sinn. Und die Auswahl der Therapien sollte auch immer auf der Basis des individuellen Risikoprofils erfolgen. Man sollte keine halben Sachen machen, nur weil wir jetzt im Moment die Pandemie haben, sondern die MS führt in der Auswahl der Therapie. Und dann ist es so, dass natürlich insbesondere,
wenn man jetzt eine chronische Autoimmunerkrankung hat, natürlich es sinnvoll ist, man beachtet die generellen Empfehlungen, hält sich an die Vorgaben der Hygiene, Masken, Abstand, Hygienemaßnahmen und vor allen Dingen natürlich wahrscheinlich die Präventionsmaßnahme des Jahres 2021, nämlich das Impfen. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung jetzt zu Professor Schwarz, der sich genau mit diesem Thema jetzt Impfen bei MS gegen Covid-19 beschäftigen wird. Und Herr Schwarz, ich stoppe mal meine Präsentation und übergebe auch direkt an Sie zum Vortrag. Lieber Maurer, besten Dank für die Einführung. Ihnen einen schönen Abend. Ich hoffe, es klappt. Gut. Ich darf mich zunächst für die Einladung recht herzlich bedanken. Ich bin ja kein Neurologe. Das heißt, ich bin eigentlich jetzt nur ein zugefügter Impfer, der versucht, die Impfung in den richtigen Stellenwert zu bringen, der gerade für die Patienten jetzt wichtig ist. Wir impfen ja fleißig in den Kliniken. Wir impfen fleißig vor allem die Priorisierungsliste der STIKO durch. Aber es ist so, dass natürlich viele Fragen offen bleiben. Und wenn wir so tagtäglich die Medienzitate sehen, die Überschriften aus den Zeitungen lesen, dann ist ja unglaublich viel Verunsicherung da, die zum Teil durch schlechtes Management von politischer Seite, aber auch vom Management von, wie handle ich Aussagen aus den Medien, die Unsicherheiten vermitteln. Wie handle ich das? Und letztlich sind wir jetzt alleine gelassen worden mit dem Problem, wie wir jetzt mit dem Thema umgehen. So, ich gehe wieder zurück. So. Ich fange mal ganz kurz an mit so einer kleinen Übersicht über die verschiedenen Impfstoffe. Sie lesen ja in den Zeitungen immer nur Firmennamen und letztlich kann man die natürlich ein bisschen gruppieren. Also fangen wir mal ganz unten an. Wir haben hier die mRNA-Impfstoffe. Das sind die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer, die Impfstoffe von Moderna und dann jetzt vermutlich so ab Ende April, vielleicht auch Mai schon der Impfstoff von CureVac aus Tübingen. Diese drei Impfstoffe sind letztlich, wenn man es zusammenfasst, völlig identisch. Sie sind hinsichtlich der Wirksamkeit identisch. Beim CureVac-Impfstoff wissen wir noch nicht genau, weil wir noch keine Daten gesehen haben, aber die werden vermutlich in demselben Bereich liegen. Und hier wurde aus den Studien ja gesehen, dass die Wirksamkeit sehr, sehr hoch ist. Aus den Studien. Darüber hinaus haben wir jetzt ja auch Daten, vor allem aus Israel, die ausschließlich den Impfstoff von BioNTech Pfizer verwendet haben, ja eine sehr, sehr hohe Wirksamkeit von über 90%, fast 95% gesehen haben, was sich mit den Studiendaten deckt. Also diese drei Impfstoffe werden sicherlich jetzt so Nummer eins sein, wenn man so eine Rangliste erstellen würde. Dann kommen wir zur zweiten Gruppe. Das sind die vektorbasierten Impfstoffe. Das ist an erster Stelle aktuell zugelassen in Deutschland der AstraZeneca-Impfstoff, dann der Janssen-Impfstoff, der jetzt vermutlich übernächste Woche zugelassen werden wird, der Impfstoff aus Moskau vom Gamaleya-Institut, der Sputnik V, wie er heißt, der vermutlich auch im Laufe des Sommers kommen wird. Die Russen haben jetzt einen Zulassungsantrag gestellt, der vermutlich nach den Studiendaten auch positiv beschieden werden wird. Darüber hinaus gibt es noch im internationalen Umfeld den Impfstoff von CanSino. Das ist auch ein Vektorimpfstoff, der in vielen Ländern der Welt eingesetzt wird. Also wir haben hier eine ganze Reihe von Impfstoffen, die letztlich, wenn man es unterm Strich nimmt, alle auf derselben Strategie basieren, nämlich das Gen für das Glykoprotein, das wir zum Impfen verwenden, in den Zellkern zu bringen. Bei den mRNA-Impfstoffen wird die Information für die Herstellung des Impfantigens in das Zytoplasma der Zelle gebracht. Aber am Schluss, at the end of the day, wie es so schön neudeutsch heißt, machen beide Impfstoffstrategien genau dasselbe, nämlich ein Antigen, gegen das dann eine Immunantwort induziert wird. Also große jetzt so strukturelle Unterschiede zwischen den mRNA-Impfstoffen und den vektorbasierten Impfstoffen sind jetzt zunächst einmal von der Theorie her nicht so groß. Einziger Unterschied vielleicht, der für den Anwender so ein bisschen hinterfragenswert ist,
Die mRNA-Impfstoffe haben eine ganz kurze Halbwertszeit in der Zelle, während die DNA-Impfstoffe doch einige Tage länger verbleiben werden. Aber als Ergebnis resultiert in jedem Fall eine sehr gute Immunantwort, also sprich eine Antwort des Immunsystems und damit vermittelt ein Schutz. Jetzt über die Prozente, die die Impfstoffe machen, zu diskutieren, ist eine andere Frage. Wir haben hier sehr gute Daten bei den mRNA-Impfstoffen bekommen. Wir hatten initial gerade beim AstraZeneca-Impfstoff eher etwas geringere Wirksamkeitsdaten bekommen, die aber jetzt durch zusätzliche Untersuchungen aus der Anwendung im echten Leben, sprich in Schottland und England, sich etwas relativiert haben. Und auch hier weist die Wirksamkeit deutlich auf einen positiven Effekt hin, sprich Reduzierung oder erhebliche Reduzierung von schwerer Erkrankung und von Hospitalisierung. Und das ist eigentlich das zentrale Thema. Aber so kann man die Impfstoffe ein bisschen gruppieren. An nächster Stelle kommen dann die sogenannten Impfstoffe, die ein rekombinantes Antigen verwenden. Das sind Impfstoffe, die basieren auf einer Technik, wie wir sie auch beim Hepatitis B-Impfstoff haben oder beim Impfstoff gegen humane Papillomviren. Also eine Standardstrategie, wie man heute Impfstoffe herstellt oder bisher hergestellt hat, die wiederum machen, dass das Impfantigen in dem jeweiligen Zellkultursystem und man reinigt das Ganze raus und das Ganze wird dann adjuvanziert, also ein Wirkverstärker wird zugegeben, wie wir es zum Beispiel bei dem Hepatitis B-Impfstoff bei Dialysepatienten kennen oder beim Impfstoff gegen humane Papillomviren kennen. Und das wird dann verabreicht und induziert eine sehr, sehr gute Immunantwort. Auch hier liegt die Wirksamkeit aus den klinischen Studien bei 90%. Hier haben wir zwei Impfstoffe, die kommen werden. Der erste wohl vermutlich auch im April, spätestens im Mai. Das ist der Impfstoff der Firma Novavax. Und dann kommt noch ein zweiter, der vermutlich erst Richtung Sommer, Ende Sommer kommen wird, ein Impfstoff der Firma Clover. Sollten Sie das mal hören, das sind so die Impfstoffe, die so, das ist die Technik, die so ja, eine Standardstrategie ist. Unterschied zwischen diesen Impfstoffen, zwischen den mRNA- und DNA-Impfstoffen sind letztlich jetzt nur, ein bisschen trivial, die Frage zu stellen, denn am Schluss ist immer das Antigen, gegen das das Immunsystem eine Antwort macht, eigentlich ziemlich identisch. Es wird nur unterschiedlich hergestellt. Entweder wird es extern zugeführt oder es wird in der Zelle selber gemacht. Die dritte Strategie ist eine Technologie, die ganz, ganz alt ist. Das ist die sogenannte Zellkulturtechnik, wo man das Impfvirus in der Zellkultur herstellt und dann abtötet. Beste Beispiele dafür sind zum Beispiel die FSME-Impfung, die Sie ja gerade in Baden-Württemberg ja sehr gut kennen. Und auf derselben Technologie laufen aktuell klinische Studien mit einem Impfstoff einer österreichischen Firma, Valneva. Da läuft gerade die Phase 3 und dann haben Sie vielleicht mal den Namen gehört der chinesischen Firma Sinopharm. Dieser Impfstoff wird aktuell in Ungarn und in Serbien vor allem sehr breit eingesetzt. Die Emirate, die Seychelles haben ihre gesamte Population weitestgehend schon mit dem Impfstoff von Sinopharm geimpft. Ich habe heute zufälligerweise eine Mitteilung von meiner Kollegin aus den Philippinen gehört. Die haben also auch schon ganz, ganz fest diesen Impfstoff der chinesischen Firma eingesetzt, Sinopharm. Also es gibt auf diesem Sektor sehr, sehr viele Entwicklungen und es sind nicht nur die Firmen, die wir aktuell in Deutschland haben, sondern weltweit wird wirklich an verschiedensten Stellen mit unterschiedlichen Entwicklungen gearbeitet. Also das ist etwas, was man auch mitnehmen muss, dass nicht wir alleine jetzt die Lösung des Problems gefunden haben, sondern viele Firmen bereits hier auf dem Markt sind und Zulassungen in verschiedensten Ländern haben. Dann schauen wir uns ein bisschen so das Spektrum an sowohl Wirksamkeit als auch an den Nebenwirkungen. Ich möchte jetzt mal die erste Zeile so ein bisschen außen vor lassen, weil diese 70% vom AstraZeneca, die muss man jetzt wieder relativieren. Das waren die Studiendaten aus der Phase 3. Das ist inzwischen sicherlich überholt und man sollte mehr so jetzt hier Richtung 80, 85% ansetzen bei AstraZeneca.
Bei den mRNA-Impfstoffen decken sich die Ergebnisse aus den klinischen Studien mit der Anwendung im wirklichen Leben. Also sprich, diese 94-95% sind auch tatsächlich jetzt gesehen worden. Aber was alle Impfstoffe können, sie können schwere Erkrankungen erheblich, fast komplett reduzieren. Das ist schon mal wirklich eine ganz, ganz zentrale Nachricht. Schauen wir uns das Nebenwirkungsspektrum an. Und dazu muss man natürlich immer ein bisschen so unterscheiden, was ist denn eigentlich normal? Normal bei einer Impfung sind Lokalreaktionen. Das bedeutet Rötung, Schwellung, Druckschmerzhaftigkeit am Impfarm, vielleicht ein bisschen Jucken am Impfarm. Das ist eine normale lokale Reaktion. Dann haben wir die systemischen Reaktionen. Das fängt an bei einer Lymphknotenschwellung, die vielleicht so um die in der Achsel ist oder vielleicht mal auch hier im Bereich des Halses oder der Subclavia. Dann haben wir Schüttelfrost, wir haben Fieber oder erhöhte Temperatur, wir haben Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Übelkeit mal. Das sind alles völlig normale Impfreaktionen, die, sofern sie nicht über das übliche Ausmaß hinausgehen, eigentlich normal sind und eigentlich nur zeigen, dass das Immunsystem mit der Impfung, mit dem Impfstoff sich auseinandersetzt. Also wenn Sie jetzt lesen, der AstraZeneca-Impfstoff zum Beispiel, so hohe Nebenwirkungsrate, da muss man natürlich immer so ein bisschen das Ganze einholen und sagen, ja, was ist eine Nebenwirkung? Ist das das normale Spektrum, was ich eh erwarte, oder ist das was Ungewöhnliches, Neues? Und Neues ist es nichts. Das Spektrum, das wir sehen aktuell, das wir auch hier bei uns in der Klinik bei der Impfung der Mitarbeiter gesehen haben, ist eigentlich das, was wir so aus den klinischen Studien erkennen. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Das betrifft sowohl die erste Dosis als auch die zweite Dosis. Bei der zweiten Dosis ist es meistens weniger als bei der ersten Dosis, aber nicht unbedingt. Also bei den mRNA-Impfstoffen war es da manchmal durchaus so, dass die zweite Dosis erst ein bisschen mehr systemische Reaktionen gemacht hat als die erste Dosis. Beim AstraZeneca, muss ich sagen, habe ich noch keine eigenen Erfahrungen, weil wir erst vor ein paar Tagen angefangen haben, in der Klinik mit AstraZeneca zu impfen. Also insofern bin ich da auch erwartungsoffen und gespannt, was wir dann sehen werden. Aktuell ist es ganz, ganz schwierig, etwas vorzubereiten für das Thema Impfen bei Covid, weil eigentlich wöchentlich sich die Empfehlungen ändern und wöchentlich neue Änderungen der aktuellen Empfehlungen ins Haus stehen, beziehungsweise etwas revidiert wird. Fangen wir mal mit der ersten ganz wichtigen Änderung an. Es hat sich nichts geändert bei den beiden aktuell zugelassenen mRNA-Impfstoffen von Pfizer, BioNTech und Moderna. Aber es hat sich die Empfehlung geändert, was den Einsatz des AstraZeneca-Impfstoffs angeht. Hier hat die STIKO, die Ständige Impfkommission, die ja die Impfempfehlungen für Deutschland erstellt, letzte Woche aufgrund der wirklich sehr, sehr positiven Daten aus England und Schottland die aktuelle Empfehlung, die bisher sagte, AstraZeneca nur von 18 bis 64, revidiert und sagt jetzt, dass dieser Impfstoff für alle Altersklassen ab 18 gegeben werden kann und die Daten das auch entsprechend rechtfertigen. Das heißt, alle Länder, die jetzt aktuell diese einschränkende Empfehlung haben, vor allem wie Italien, werden jetzt diese Empfehlung ändern. Deutschland hat es bereits gemacht und wir wenden jetzt den AstraZeneca-Impfstoff jetzt breiter an in allen Altersklassen ab 18. Vielleicht ganz kurz, unter 18 haben wir aktuell keine Daten. Wir werden im Laufe des Sommers auch Daten bei Jugendlichen und Kindern bekommen, sodass wir die Impfung durchaus dann auch sicherlich breiter ausrollen werden auf Kinder und Jugendliche. Für den AstraZeneca-Impfstoff hat sich noch zudem geändert, dass das Intervall zwischen der ersten und zweiten Dosis jetzt gestreckt worden ist. Das heißt, wir hatten bisher die Empfehlung, die zweite Dosis soll nach 9 bis 12 Wochen gegeben werden. Diese Empfehlung ist jetzt geändert und wird auf 12 Wochen fixiert. Sprich, die zweite Dosis soll erst nach 12 Wochen gegeben werden. Die meisten Impfstellen, bundesweit zumindest, haben diese Änderung der STIKO noch nicht in ihren aktuellen Algorithmus
aufgenommen. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Termin haben aktuell in einem Impfzentrum, dann kriegen Sie nach wie vor die 9 Wochen, sollten aber unbedingt darauf hinweisen, nee, ich möchte die Impfung erst nach 12 Wochen haben, die zweite Dosis. Also das muss noch geändert werden. Ich hoffe, die schaffen es bald, dass sie die neue STIKO-Empfehlung auch in den täglichen Algorithmus einpflegen. Was die STIKO auch noch letzte Woche geändert hat, ist die Empfehlung, wie wir mit Personen umgehen, die bereits mal eine SARS-CoV-Infektion, also eine Covid-Erkrankung, durchgemacht hatten. Hier war zunächst im Januar die Empfehlung, dass diese Personen zunächst nicht geimpft werden sollten. Dann wurde bis vor zwei Wochen die Empfehlung gesagt, man möge 6 Monate warten bis zum Beginn der Impfung. Und jetzt hat man aktuell wieder die Empfehlung geändert, hat gesagt, ja, diese Personen, die schon mal Covid hatten, sollen frühestens nach 6 Monaten geimpft werden, aber nur eine einzige Dosis bekommen. Also auch das ist durch neue Daten, die jetzt gerade veröffentlicht worden sind, nochmal fixiert worden, dass man mit einer einmaligen Impfung hier dem Patienten was Gutes tut und dieser Patient nicht zweimal geimpft werden muss. Also das ist auch etwas, was im Chat kommen wird. Was mache ich mit Personen, die schon mal Covid hatten? Also eine einmalige Impfung frühestens nach 6 Monaten ist hier sinnvoll. Dann habe ich mal ein bisschen reingeguckt, was denn so in der Fachinformation für Patienten mit Immunsuppression steht. Und hier haben eigentlich alle Hersteller der derzeit verfügbaren Impfstoffe den Passus drin, dass die Studien in der Phase 3 nicht bei Immunsupprimierten durchgeführt worden sind. Das heißt, wir haben Daten zu Impfungen bei Patienten mit Immunsuppression aktuell nicht. Ich weiß, dass mehrere Firmen hier jetzt Protokolle auflegen werden, um sich das Ganze anzuschauen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das eine der Konsequenzen sein wird, dass man vielleicht bei Patienten mit MS sagt, okay, gut, 4 Wochen nach der zweiten Dosis schauen wir uns mal die Antikörper an. Sind die nicht hoch oder hat der Patient oder schlecht reagiert, immunologisch reagiert auf die Impfung, dass wir dann nochmal eine dritte Dosis eintakten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so die Folge sein wird. Insofern, wenn wir jetzt hinterher das Thema diskutieren, wirkt denn meine Impfung wirklich gut? Dann kann man vielleicht hier im Hinterkopf behalten, dass es wahrscheinlich sein wird, dass man hier nochmal eine zusätzliche Auffrischimpfung machen werden wird. Also insofern auch hier ist noch nicht das Ende der aktuellen Entwicklung da. Also wir lernen quasi tagtäglich neue Daten oder kriegen neue Daten und schärfen etwa nach. Ja, dann hat sich auch jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche die Corona-Impfverordnung wieder geändert. Herr Spahn hat ja am 15. Dezember die erste Impfverordnung erlassen. Die wurde dann am 8. Februar revidiert und am 24. Februar jetzt erneut revidiert. Und unter anderem wird hier differenziert zwischen Personen mit höchster Priorität, hoher Priorität und erhöhter Priorität. Und bei der erhöhten Priorität sind per se auch MS-Patienten inkludiert. Das bedeutet, dass sie jetzt in die Gruppe der erhöhten Priorität aufgenommen worden sind und somit eine Impfung bald anstehen wird, spätestens wenn dann die Hausärzte ab April impfen. Personen, die über 60 sind und an MS erkrankt sind, können aufgrund des Alters sogar früher einen Termin erhalten. Auch das muss entsprechend dann mit einem Attest bzw. Personalausweis bei der Impfstelle dann vorgelegt werden. Aber ich denke, dass die meisten Patienten jetzt so langsam so Richtung der Impfstellen kommen werden und hier auch entsprechend dann Termine legen werden. Was haben wir für bisherige Erfahrungen von der Covid-Impfung bei MS? Hier haben wir Daten oder Beobachtungen aus Israel. Das betrifft jetzt ausschließlich den Impfstoff von BioNTech Pfizer, die 2 Impfungen bekommen haben. Hier wurden etwa 500 Patienten mit MS geimpft und das Nebenwirkungsspektrum wie auch das eventuelle theoretische Schubrisiko, was man ja durchaus
hier von Patientenseite immer wieder befürchtet, ist nicht gesehen worden. Also die Sicherheitsdaten, die wir bei 500 Patienten in Israel gesehen haben mit Impfung mit dem mRSA-Impfstoff, waren durchwegs positiv. Gleiches hat man aus Großbritannien gesehen mit 300 MS-Patienten, die AstraZeneca bekommen haben. Auch hier zeigte sich keine Auffälligkeit, was die Verträglichkeit angeht, und auch keine erhöhte Schubrate, sodass wir auch hier davon ausgehen, dass die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff bei MS durchaus sicher ist. Ja, last but not least schauen wir uns an, was denn so zu erwarten ist. Und das ist jetzt auch der Übergang dann für den Kollegen Meurer, das dann wieder aufzugreifen. Wir wissen ja, dass bestimmte MS-Präparate eine durchaus eingeschränkten Impferfolg zeigen werden. Das sind alle die Substanzen in Rot. Und hier muss man möglicherweise entsprechende Abstände einhalten zu einer Impfung, bevor man mit einem besseren Impfergebnis reden kann oder erwarten kann. Dunkelgrün bedeutet immer gute Wirksamkeit in der Impfung, hellgrün leicht eingeschränkt, gelb mittelmäßig und rot ist schlecht. Das heißt, Sie sehen hier bei den verschiedenen Substanzen, die Sie ja zum Teil nehmen, durchaus eine gute zu erwartende Wirksamkeit oder eine leicht eingeschränkte, eine mittelgradige. Bei den roten sehen Sie eine schlechte Wirksamkeit, zu erwartende Wirksamkeit bei Impfungen. Und das muss man entsprechend halt dann in der Therapie mit berücksichtigen. Und gerade wenn Sie Ihren Impftermin für Covid bekommen, ist es natürlich ganz wichtig zu gucken, wo stehe ich denn gerade mit meiner Therapie? Macht es jetzt eigentlich Sinn zu impfen oder nicht? Auf der anderen Seite sollten wir immer im Hinterkopf behalten, dass wenn der Impferfolg schlecht ist, wir ja immer die Möglichkeit haben werden, zukünftig auch Auffrischimpfungen, Boosterimpfungen zu geben, um hier vielleicht dann in so einem Therapiefenster doch etwas mehr noch zu erreichen, als wir initiales aufgrund dieser Tabelle zu erwarten haben. Jo, damit würde ich an Sie übergeben, Herr Meurer. Und ich lasse die Folie jetzt mal ein bisschen stehen, weil sich vermutlich allein aufgrund der Farben da schon Fragen ergeben werden. Alles klar. Ich hoffe, man hört mich auch. Vielen Dank, Herr Schwarz, für den guten Einführungsvortrag zu dem Thema Impfen und den verschiedenen Impfstoffen, weil das muss man sagen, das ist so eines der Hauptthemen eigentlich in dem Chat, mit welcher Impfstoff ist eigentlich das Richtige für mich bei MS. Aber man muss auch ganz klar dazu sagen, keiner von uns wird die Wahl haben. Also von daher muss man auch sagen, ist die Frage so ein bisschen müßig. Ich möchte ein wenig anfangen, das Ganze zu ordnen. Also eine der Hauptfragen, die eigentlich grundsätzlich immer gekommen sind, ist die Frage, kann ich mich impfen lassen? Ist die Impfung sicher oder muss ich damit rechnen, dass ich mit der Impfung meine MS stabilisiere? Und ich glaube, das kann man, glaube ich, für alle Impfstoffe querbeet beantworten, diese Frage. Gut, wir haben für die beiden Standardstrategien, nämlich DNA-Impfstoff oder vektorbasierte Impfstoff, wie auch mRNA, aus den beiden Ländern, wo jetzt viel geimpft worden ist, Sicherheitssignale bekommen, dass eben kein Problem da ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Nachricht, dass wir zumindest bei dem Vektorimpfstoff, und da gehört ja auch der Impfstoff von Janssen dazu, der ja bald kommen wird, wie auch die mRNA-Impfstoffe, die wir jetzt ja verstärkt bekommen werden, dass hier kein Sicherheitsrisiko da ist. Also das heißt im Prinzip, um das nochmal zusammenzufassen, Sie würden ganz klar jedem MS-Patienten eigentlich empfehlen, sich impfen zu lassen, weil sie eigentlich keinerlei Risiken bei den derzeit verfügbaren Impfstoffen sehen, dass da irgendeine immunologische Destabilisierung erfolgt. Bei dem bereits verfügbaren ist nichts zu erwarten. Wir bekommen jetzt dann ab April auch den ersten adjuvantierten rekombinanten Impfstoff von Novavax, der natürlich eine Alternative auch zu den neuen Impfstoffentwicklungen, vektorbasiert oder mRNA, ist. Auch das ist natürlich etwas, was wir durchaus im Auge halten sollten, weil gerade so adjuvantierte Impfstoffe gerade bei Patienten mit Immunsuppression ja besonders gut funktionieren, wäre auch eine Alternative. Was ich so ein bisschen so als Graduierungsmerkmal sehen würde, ist immer so das Immunisierungsintervall. Wenn ich einen mRNA-Impfstoff habe, dann habe ich bei Pfizer ein Intervall von 3 Wochen, bei Moderna von 4 Wochen. Das passt immer so ganz schön in so Therapiefenster rein, wo ich dann wirklich sehr gut immunisieren kann. So das Schema von AstraZeneca mit 12 Wochen macht es dann schon wieder ein bisschen komplizierter,
das entsprechend in eine bestehende MS-Therapie einzutakten. Bei dem adjuvantierten Impfstoffen haben wir auch ein Immunisierungsschema von 4 Wochen, was dann auch wieder ganz gut passt. Also das wäre so auch etwas, wenn man die Wahl hätte, aktuell haben wir sie ja nicht, aber wenn man die Wahl hätte, was durchaus natürlich so ein bisschen uns helfen würde zu sortieren, welcher Impfstoff wäre denn für mich ideal, abhängig davon, welche Therapie ich mache. Also vielleicht müsste man auch da nochmal so ein bisschen einhaken. Also ich meine letztlich, das Problem ist natürlich im Moment, dass wir schon uns wünschen würden, wir könnten es etwas angepasster für die MS-Community im Moment gestalten. Aber man muss ganz klar sagen, wir können es im Moment nicht, wir haben die Wahl nicht und im Moment impfen auch nur Impfzentren und wenn wir MS-Patienten auch priorisieren, wird die Impfung nur bei Impfzentren stattfinden. Trotzdem möchte ich eigentlich die Zuhörer nochmal bitten, auf die Liste der Medikamente zu gucken, weil das ist ja immer so eine große Frage. Und im Endeffekt, Sie sehen ja die meisten MS-Medikamente. Also es ist häufig gefragt worden, Natalizumab, kann ich das machen? Wie sieht es mit Teriflunomid aus? Wie sieht es mit Cladribin aus? Im Endeffekt muss man sagen, hier steht eigentlich alles auf Grün. So viel Gedanken muss man sich da nicht machen. Die einzigen Gedanken, die man sich eigentlich im Moment so ein bisschen macht, und das kommt natürlich auch immer wieder im Chat zur Frage, ist, wie sieht es denn mit Ocrelizumab aus? Ja? Und mit Ocrelizumab ist es tatsächlich so, dass es natürlich vom Wirkmechanismus her, denkt da jeder, naja, das klappt vielleicht nicht so gut. Auf der anderen Seite, dieses Rot ist auch arbiträr gesetzt, muss man ganz klar sagen, weil nämlich es gibt eine Studie, Impfen unter Ocrelizumab, das ist die sogenannte Veloce-Studie, die hat nach 12 Wochen letztlich Impfungen verabreicht, Influenza-Impfungen, Neoantigene und hat eigentlich bei der überwiegenden Mehrzahl der Ocrelizumab-Patienten eine Impfantwort bekommen. Deswegen, mein Appell wäre eigentlich, Leute, macht euch nicht so wahnsinnig viel Gedanken jetzt über die Zeitfenster. Wenn ihr einen Impftermin habt, egal auf welcher Therapie hingehen, impfen lassen, alles Weitere kommt später. Wir werden das im Laufe des Jahres auf jeden Fall nachsteuern. Das hatten Sie ja auch schon gesagt, Herr Schwarz, dass wir eventuell denen, die jetzt keine optimale Antwort haben, da auch noch weiterhelfen können. Das Wichtige ist erstmal, dass möglichst viele geimpft sind, dass auch das Umfeld eben safe ist, denn das schützt ja auch diejenigen, die vielleicht nicht so eine gute Impfantwort haben. Und dementsprechend muss man sagen, finde ich eigentlich die Gedanken, die daran verschwendet werden, im Moment viel zu ausgeprägt. Ich weiß nicht, ob Sie das teilen, so ein bisschen diesen Appell einfach zu sagen, kommt, wenn ihr die Chance habt, lasst euch impfen gehen, weil gefährlich ist die Impfung nach dem, was wir wissen, nicht. Möchte ich auch noch mal ganz klar unterstreichen, ich meine, wir etwas zu warten auf etwas anderes ist nicht zielführend. Wenn man jetzt einen Termin hat, dann unter dem pandemischen Geschehen, dass Sie einfach als Überträger oder als potenziell Erkrankter aus der Kette rausgenommen werden, macht es Sinn, jetzt zu impfen. Und wenn am Schluss Ihre Immunantwort schlecht ist, dann gibt man eine Auffrischimpfung. Das können wir hinterher relativ gut steuern. Wir haben ja bei vielen Impfstoffen gesehen, da kann man durchaus individuell was machen, wenn man einfach ein bisschen fantasievoll vorgeht und sprich dann einfach nochmal eine Dosis setzt. Das ist für uns Alltag in Impfstellen, hier ein bisschen flexibler zu handhaben und mal auch dann teilweise off-label zu impfen, weil es einfach Sinn macht, wenn man so ein bisschen vorher testet und guckt, wie war denn die Immunantwort auf die Impfung. Also hier vertut man sich gar nichts. Also letztlich Appell ganz klar, impfen, wenn Sie einen Termin kriegen und alles andere kommt danach. Vielleicht können wir nochmal, weil das auch immer wieder Thema ist, diesen AstraZeneca-Impfstoff nochmal so ein bisschen beleuchten, weil der hat ja, wie Sie gesagt haben, wahrscheinlich durch Misskommunikation einen relativ miesen Ruf bekommen, aus meiner Sicht ungerechtfertigterweise, weil man ja jetzt auch eigentlich in der Real-World-Situation sieht, siehe die Daten aus Schottland, dass der extrem gut funktioniert und dass eben auch das Spektrum der Nebenwirkungen eigentlich einer normalen Impfung entspricht. Können Sie da vielleicht nochmal auch konkret sagen, warum ist der Ruf so schlecht und warum ist das ungerechtfertigt? Also dazu muss man ein bisschen weiter ausholen. Die Studien, die gemacht worden sind, waren jetzt, sagen wir mal, die hätten etwas besser organisiert werden können, um es mal so auszudrücken. Also es gab da ein bisschen nicht schlampig, aber so jetzt nicht ideale ideale Durchführung. Also meint genau, in Brasilien wurde die volle Dosis gegeben, in Großbritannien die Hälfte Dosis. Sie haben es aber erst hinterher gemerkt. Und das
hat natürlich ein bisschen zur Verunsicherung beigetragen. Aber der zentrale Punkt, was an diesem Impfstoff von Anfang an so ein bisschen Probleme gemacht hat, ist, dass die zweite Dosis nach 4 Wochen getaktet worden ist. Und das war der Schnelligkeit der Entwicklung geschuldet. Man hat bei den Phase-3-Daten gar nicht erst geguckt, was ist denn eigentlich mein optimales Immunisierungsfenster? Wann bekomme ich eigentlich die beste Immunantwort oder die beste Wirksamkeit? Und das ist eigentlich erst dann durch die Strategie der Briten zu sagen, wir impfen jetzt alle einmal und die zweite Dosis schieben wir hinten nach, wenn wir wieder genügend Impfstoff haben. Was ja in Deutschland nicht gemacht worden ist. Deutschland sagte immer, wir machen es nach der Zulassung. Und die Zulassung war eben zunächst 4 Wochen. Und da hat man in Großbritannien gesehen, dass die Wirksamkeitsdaten einfach besser werden, wenn man die zweite Dosis später macht. Und das ist etwas, was, ja, ob man es vorhersehen hätte können, ist schwierig zu sagen. Man hat es einfach nicht untersucht gehabt bei dem Impfstoff. Und letztlich haben wir jetzt gelernt aus der Anwendung, dass die Daten besser werden, wenn wir länger warten mit der zweiten Dosis. Und da war aber das Kind schon im Brunnen, oder war das Problem schon gemacht. Sprich, da hatte man diese 70% und die Probleme in Südafrika. Und dann hat man eben diesen Impfstoff jetzt fälschlicherweise mit negativen Attributen assoziiert, was aber gar nicht gerechtfertigt ist, denn die Daten aus England sind super. Also Populationseffekt hervorragend. Und warum soll so ein Populationseffekt nicht auch bei uns zum Tragen kommen, wenn wir AstraZeneca weit impfen? Also den Impfstoff jetzt abzulehnen, wäre eigentlich fatal, denn die Daten sind wirklich gut. Wäre auch deswegen fatal, weil die ganze Impfstrategie relativ, also weltweit auf AstraZeneca beruht. Die produzieren nämlich die meisten Dosen in der ganzen Impfstrategie. Also auch das wäre eigentlich ziemlich fatal, wenn man da jetzt Gegenwerbung machen würde. Ich möchte noch eine Sache kommentieren, weil das auch immer wieder auftaucht und wo ich auch ein bisschen traurig bin, dass das ausgerechnet jetzt auf der DMSG-Homepage so gehighlightet wird. Christian Drosten hat es auch in seinem Podcast häufiger mal gesagt, AstraZeneca hat den Nachteil, in Anführungszeichen, dass es ein sehr wissenschaftlich begleiteter Impfstoff ist, dass da eben auch sehr viel publiziert, sehr viel transparent gemacht wurde. Und im Endeffekt ist da auch natürlich durchgedrungen, dass es diese 2 Fälle mit transverser Myelitis gab. Und diese 2 Fälle mit transverser Myelitis, die geistern jetzt eigentlich schon seit Monaten sozusagen als Angstmacher durch die, ja, auch Trivialliteratur und verunsichern so viele MS-Patienten, die dann sagen, ja, das löst da irgendwie Rückenmarksentzündungen aus, deswegen möchte ich diesen Impfstoff nicht haben. Vielleicht, Herr Schwarz, können Sie noch mal ganz kurz zur Systematik, warum sowas natürlich auch mal vorkommen kann, in Studien kommentieren und warum das jetzt eigentlich auch nichts ist, was einen extrem nervös machen muss, dass da 2 Myelitiden aufgetreten sind in der Studie. Es waren sogar genauer gesagt 3 Myelitiden, die aufgetreten sind. Sorry, zu korrigieren. Ja. Und zwar, der erste Fall war in der Kontrollgruppe, die haben Meningokokkenimpfstoff gekriegt. Ja? Also der zählt überhaupt nicht. Aber der war auch da. Dann gab es 2 Fälle in der Impfstoffgruppe, davon ein Fall tatsächlich in der Impfstoffgruppe, der neu aufgetreten ist, wobei man halt nicht weiß, ob der Patient nicht vorher schon eine unterschwellige Erkrankung hatte, die nicht aufgetreten war, die nicht bekannt war. Und der 2. Fall in der Impfstoffgruppe war ein Patient, der retrospektiv bereits eine Symptomatik aufgewiesen hat, also eigentlich jetzt durch die Impfung gar nicht, zumindest hat das Data Safety Monitoring Board gesagt, der Fall hängt nicht mit der Impfstoffgruppe zusammen. Also man muss immer genau differenzieren, was war. War schon was vorher bekannt oder war was nicht bekannt? Und auf der anderen Seite, der eine Fall, der in der Impfstoffgruppe tatsächlich nach Beginn der Impfserie aufgetreten ist, ist ein Fall bei 40.000 Teilnehmern. Da muss man natürlich immer sagen, Zufall, koinzidenziell, Kausalität mit Sicherheit nicht. Aber es ist halt etwas, was bei großen Studien immer wieder vorkommen kann. Ich erinnere mich, ich habe eine HPV-Studie mal vor vielen Jahren gemacht. Da hat man auch einen Fall einer MS, die während der Studie aufgetreten ist. Das ist kein Sicherheitssignal. Das ist bei einer großen Zahl von Probanden einfach völlig normal, dass eine Erkrankung auftritt, von der man noch nicht wusste, ob die jetzt kausal, also die ist mit Sicherheit nicht kausal begründet,
Aber bei einer großen Population gibt es einfach aufgrund der gewissen Inzidenz von Erkrankungen einfach die Wahrscheinlichkeit, dass mal was gesehen wird. Vielen Dank. Also ich will es nochmal zusammenfassen. A, ganz wichtig, auch für MS-Patienten, die klare Empfehlung, sich impfen zu lassen. Keine Angst vor der Auslösung von Schüben oder Verschlechterung der MS. Das wurde bisher bei keinem Impfstoff weltweit beobachtet und wird auch nicht bei diesen der Fall sein. Ich darf auch nochmal sagen, bei allen im Moment zugelassenen Impfstoffen handelt es sich um Totimpfstoffe, die auch unproblematisch sind bei MS-Patienten mit Immuntherapie. Und auch der AstraZeneca-Impfstoff ist zu unrechter Weise irgendwie in die Kritik geraten. Es ist eine genauso gute und wertvolle Alternative, sich impfen zu lassen, wie die Impfstoffe von Moderna und BioNTech Pfizer. Ich möchte auf so ein paar andere Sachen übergehen, die immer wieder gefragt werden. Wie sieht es denn aus mit dem Cortisonstoß? Wie lange sollte man da warten, bis man sich danach impfen lassen soll? Weil das betrifft natürlich immer mal wieder MS-Patienten, dass sie zwischendurch Cortison bekommen haben und dann doch einen Impftermin haben. Gibt es da eine Toleranz oder werden sie da auch eher entspannt? Wir wissen von anderen Impfungen, dass es so ein Zeitfenster von 2 bis 4 Wochen nach dem Cortisonstoß als sicher ansehen. Das heißt, ab 2 bis 4 Wochen oder 4 Wochen idealerweise ist eigentlich keine Auswirkung auf den Impfverfolg zu erwarten. Also das, was für andere Impfstoffe gilt, gilt natürlich auch für Covid. Genau, also von daher muss man sagen, wenn da jetzt der Termin steht und es ist 3 Wochen her, dann würde ich den auch in jedem Fall wahrnehmen. Das ist nämlich auch hin und wieder gefragt worden, ob das ein Problem darstellt. Dann vielleicht eine ganz interessante Frage, die gekommen ist. Es ist ja tatsächlich so, dass wir in den ersten Wochen, wo geimpft worden ist, in den Altenheimen, bei den ja, Hochbetagten, ja mal diese schizophrene Situation haben, dass dann Meldungen kamen, da sind Leute direkt nach der Impfung gestorben. Da haben Sie sicherlich auch gewisse Insights, wie das zu werten ist, weil das ist natürlich, sagen wir mal, immer Munition für Impfgegner und vielleicht sollte man das auch nochmal einordnen, was da genau passiert ist oder wie man das auch wertet, dass da ja letztlich in den Medien diese Berichte standen, naja, so ungefähr wirkt da gar nichts, Sie sind ja trotzdem gestorben, so ungefähr. Das ist erstaunlicherweise in der deutschen Presse nicht hochgekocht worden. Das kam initial aus Norwegen, wo man das da in Heimen gesehen hat, wo sie Hochbetagte geimpft haben, die vermutlich aufgrund des Stresses dieser ganzen Aktion, wenn diese älteren Menschen in den Heimen, die haben ja seit Monaten niemanden mehr gesehen, da kommt da jemand rein in voller Montur, Impfung, Stress, also man kann sich so sehr gut vorstellen, dass so ein letztes initiales Ereignis dann letztlich dann ein Myokardinfarkt auslöst und dann das i-Tüpfelchen ist für den letzten Stress. Wir hatten auch einen Fall, kann mich erinnern, der bei uns in Deutschland aufgetreten ist, stand drohen, Patient im Impfzentrum verstorben vor der Impfung, beim Warten auf die Impfung. Auch das kann ich mir vorstellen, dass solche Warteschlangen ja durchaus für manche Menschen durchaus belastend sind. Also wenn wir von einer hochbetagten Gruppe reden, wo wir jetzt reingehen und dann ein Zimmer nach dem anderen impfen, dann sind natürlich solche Ereignisse vorkommen, aber die haben jetzt nichts mit der Impfung zu tun. Also das ist sicherlich reiner Zufall. Also das ja. Würde ich sicherlich jetzt nicht weiter. Was letztlich ja auch nochmal unterstreicht, dass uns Narrative nicht viel bringen. Das ist ja letztlich auch immer das große Problem, wenn man sich auf Einzelfälle konzentriert, dass man dann eigentlich vom großen Ganzen abgelenkt wird. Und das große Ganze ist halt, wer geimpft ist, hat wahrscheinlich nicht mehr das Risiko, schwer zu erkranken. Und deswegen vielleicht auch nochmal, da war ein Kommentar im Chat, den ich auch so nicht stehen lassen möchte. Da steht, geimpfte Personen können trotzdem erkranken und andere infizieren, hat eben ein Teilnehmer auch in den Chat geschrieben. Wie sehen Sie das? Also hier haben wir ja wirklich inzwischen zunehmend Daten aus Israel, die uns zeigen, dass geimpfte Personen A, nicht mehr erkranken, B, nicht mehr schwer erkranken und vor allem auch nicht mehr nachhaltig am Infektionsgeschehen in der Population, sprich an der Zirkulation, an der Weiterverbreitung der Infektion teilnehmen. Das heißt, die Impfung kappt auch die Infektionsketten und wir werden hoffentlich bald irgendwann auch von Seiten der Politik dazu kommen, dass wir das zur Kenntnis nehmen, dass es so ist und entsprechend unsere Maßnahmen, die wir aktuell noch entsprechend hochgefahren haben, dann für Geimpfte
aufheben. Lockern ist ein falscher Begriff, weil lockern bedeutet, das ist nichts Klares. Wenn ich geimpft bin, bin ich nicht mehr Überträger. Und das hat uns Israel gezeigt aus den Daten. Und damit können wir auch sicher auch davon ausgehen, dass wir diese Pandemie irgendwann lösen, wenn wir entsprechend alle oder großteils geimpft haben. Ja, ich denke, man muss ja auch wahrscheinlich ganz klar sagen, die Reaktion jetzt der US-Regierung, die ja auch für Geimpfte, bin ich eigentlich zu verstehen, weil ja. Mikro, ja, ist, also hat ja letztlich auch Quarantänemaßnahmen, Testpflicht und auch Kontaktsperren für Geimpfte komplett aufgehoben. Also ich denke, auch da muss ja irgendwo auch Wissenschaft dahinter stecken, wenn die US-Regierung das letztlich tut. Also ich würde auch sagen, da gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln, dass die Impfung wahrscheinlich die komplette Pandemie in der Lage ist zu stoppen und auch die Übertragung von Covid-19 stoppen kann. Jetzt ist natürlich die große Sorge, das ist ja auch das, was medial immer wieder aufwallt, die Mutanten. Ja, die Mutanten, das hat ja schon so praktisch irgendwas von einem Horrorfilm an sich, wenn das kommt. Und letztlich kann man dazu ja wahrscheinlich auch einiges sagen, wenn dann immer wieder letztlich eigentlich auch über die Mutanten ja die Impfung entwertet wird. Letztlich ist ja da auch immer so ein bisschen, wenn das sehr hochgekocht wird, diese Haltung dahinter, es bringt ja alles überhaupt nichts. Ja, wir sind ja schon sozusagen mutiert und das Impfen sicherlich auch angetrieben durch da auch wieder kleinere Studien, die aus Südafrika kamen, die dann vermengt werden, auch mit der Situation der englischen Mutante. Das tut ja dann das Irre dazu, dass eigentlich so jetzt die Haltung ja in der Bevölkerung durchaus rumgeht. Naja, wir haben ja eh keine Chance. Ja, das geht alles wieder von vorne los. Können Sie dazu auch nochmal kommentieren, Wirkungen bei Mutanten? Also gerade bei RNA-Viren, und wir reden ja von RNA-Viren bei Coronaviren, ist die Entstehung von Virusvarianten, der Begriff Mutante ist ja eigentlich ein verkehrter Begriff, denn wir reden eigentlich von Varianten, was völlig normal ist, nichts Ungewöhnliches. Die Immunantwort, die generiert wird auf eine Impfung, ist in aller Regel sehr, sehr breit. Das heißt, wenn wir jetzt so Mitteilungen bekommen, dass die Wirksamkeit der Impfung eingeschränkt ist, dann bezieht sich das immer auf sogenannte In-vitro-Daten. Das bedeutet, das sind Daten, die man im Labor ermittelt hat, die jetzt nicht Real-Life-Daten sind. Wir haben bei den Impfstoffen, die eine sehr gute Immunantwort erzielen, eine sehr, sehr breite Neutralisationskapazität. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand erkrankt und die Infektion wieder nachhaltig vermehrt und dann wieder weitergibt, dass genau diese Situation relativ unwahrscheinlich ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, virologisch nicht vorstellen, dass bei der breiten Immunantwort ein nennenswertes Problem durch die Virusvarianten, die jetzt britische Variante, südafrikanische oder brasilianische Variante, dass die ein größeres Problem machen werden. Sollte sich das wirklich jetzt in den nächsten Monaten ändern, dass diese Varianten möglicherweise vielleicht doch zu einer etwas eingeschränkten Wirksamkeit des Impfstoffs führen würden, dann passt man die Impfstoffe an, wenn es wirklich wäre. Aber da sind wir noch ganz, ganz weit davon entfernt. Und ich denke, diese ganze Panikmache, die wir tagtäglich jetzt mit den Mutanten oder Varianten erleben, ist zumindest nicht so ganz nachvollziehbar und auch nicht so ganz verständlich. Es lenkt nämlich vom zentralen Thema ab, wir haben zu wenig Impfstoff und wir impfen zu wenig. Wenn wir das täten, wäre das Thema Virusvarianten kein Thema, sondern wir müssen einfach viel mehr impfen und viel mehr Mitbürger impfen, dann haben wir das Problem sicherlich weg. Ja, jetzt muss man auch zusätzlich ja dazu sagen, wir haben ja, wenn überhaupt in Deutschland, ich sage es jetzt mal ein in Anführungszeichen Problem mit der britischen Variante, der B.1.1.7, wo ja ganz klar gezeigt worden ist, ist ein Lancet Paper im Preprint, dass der Impfstoff perfekt wirkt. Also das ist sicherlich nicht das große Problem. Und die Immunescape-Mutanten, zum Beispiel die südafrikanische, die ist ja in Deutschland im Moment unter 1% der Fälle nachweisbar. Und solange die anderen sich noch so wohlfühlen bei uns im Land, weil wir halt nicht geimpft sind, wird wahrscheinlich auch die Immunescape-Mutante keine so große Rolle spielen. Auch die In-vitro-Daten, die Moderna und die Pfizer gezeigt hat bei der südafrikanischen Mutante, waren auch gut. Also sprich, die haben erheblich Neutralisationskapazität, auch mit der Mutante umzugehen. Also das ist überhaupt kein Thema bisher. Ja,
Also ich denke, wenn man das Ziel setzt, dass wir nicht mehr schwer erkranken, dass Menschen nicht mehr auf der Intensivstation landen, dann muss man sich eigentlich über sowas gar nicht mehr so wahnsinnigen Kopf machen, so wie es im Moment in den Medien leider getan wird. Ich möchte noch auf ein Thema eingehen, was auch, glaube ich, viele bewegt, weil Menschen mit Autoimmunerkrankungen haben manchmal auch mehrere Autoimmunerkrankungen, haben noch vielleicht zusätzlich ein allergisches Asthma und machen sich da Gedanken. Bei den BioNTech-Impfstoffen war ja der eine Problemfall, der anfangs sicher hochgekocht worden ist, Überempfindlichkeitsreaktionen gegen Polyethylenglykol zum Beispiel. Und jetzt machen sich natürlich viele, viele Menschen Gedanken, die sagen, ich bin schon allergisch, wenn ich jetzt einen Impfstoff kriege, muss ich dann damit rechnen, dass ich allergisch reagiere? Können Sie vielleicht zu dieser Gruppe der Allergiker noch mal was sagen? Müssen die sich irgendwie Gedanken machen? In den USA wurde schon relativ bald nach Beginn des Impfprogramms eine erste Auswertung gemacht, wie das denn mit der Allergie überhaupt ist. Und das waren bei 1,9 Millionen verimpften Dosen, gab es insgesamt 21 Fälle von Anaphylaxie, also von sprich schwerer allergischer Reaktion aufgrund der Impfung. Wenn man diese Fälle näher aufgeschlüsselt hat, dann waren es alles Patienten, die schon eine Anamnese von schweren allergischen Reaktionen hatten und teilweise auch schon gegen Impfstoffe allergisch reagiert hatten, sodass man die natürlich im Vorfeld schon aussortieren kann und die in einer entsprechenden Anästhesiebereitschaft impfen kann. Also da vielleicht einen Zugang legen bereits, und wenn die dann wirklich innerhalb der ersten 30 Minuten da allergische Reaktionen haben, dann kann man entsprechend gegensteuern, das ist ja kein Problem. 80% dieser allergischen Reaktionen traten innerhalb von 30 Minuten auf. Das ist auch wichtig. Das heißt, diese 30 Minuten Verbleib an der Impfstelle oder in der Impfstelle, wenn man so eine Anamnese hat, reicht eigentlich völlig aus. Also das Ganze ist initial mal kurz hochgekocht worden, aber im Alltag, und wir haben jetzt ja auch schon ein paar Millionen Leute geimpft, spielt es überhaupt keine Rolle. Auch was viele letztlich Patienten im Chat bewegt, ist die Priorisierung jetzt. Ich meine, man kann sich da ja drüber streiten, ob im Moment auch Priorisierung in irgendeiner Weise noch Sinn macht, ob es nicht besser wäre, man würde letztlich allen freigeben, die wollen, auch geimpft zu werden. Wäre mein Ansatz, den ich eigentlich eher fahren würde. Aber vielleicht könnten Sie da auch nochmal erklären, wie man als MS-Patient, wo man ja doch zu einer höheren Priorisierungsgruppe gehören würde, dann an seine Impfung kommen könnte. Gut, dieses Thema Priorisierung ist natürlich ein hochpolitisches. Es ist ja letztlich, der Nationale Ethikrat hat es ja vorgeschlagen, die STIKO hat es dann umgesetzt. Der Ansatz primär war, die Hochvulnerablen zunächst zu schützen. Wenn ich jetzt höre, dass das Helmholtz-Institut in Braunschweig, die ja federführend als Taktgeber für die Politik gedient haben, jetzt plötzlich zum Ergebnis kommen, dass es eigentlich sinnvoll wäre, man würde die Personen impfen mit vielen Kontakten, sprich Studenten, Schüler, dann ist es eigentlich ein Paradigmenwechsel. Das hätte ich Ihnen von Anfang an sagen können, dass es mehr Sinn macht, die Menschen zu impfen, die viele Kontakte haben, als die ältere Dame, die mit 90 zu Hause lebt. Aber wir haben eben leider oder blöderweise den Weg beschritten, von oben nach unten zu gehen, statt es vielleicht zweigleisig zu fahren, was vielleicht auch ein Ansatz gewesen wäre. Der eingleisige Ansatz, zunächst vom Alter nach unten zu gehen, war geschuldet und sicherlich verständlich zu einer Zeit, als wir wenig Impfstoff hatten. Wenn jetzt mehr Impfstoff kommt, dann muss man irgendwann natürlich sagen, okay, jetzt ist es so, jetzt machen wir beide Wege. Von oben nach unten können wir ja machen weiter, aber wir müssen auch unten eingreifen, da wo wirklich das Leben ist. Wenn ich lese, 500 Illegale haben sich am Main-Kai in Frankfurt getroffen zu feiern, da muss man hingehen. Das ist genau das Problem. Da müssen wir reingehen. Dann können wir auch was tun für die Pandemie in Deutschland oder für die Ausbreitung der Infektion. Also ich denke, die Politik ist jetzt gefordert, jetzt irgendwann mal schnell zu erkennen, dass man hier flexible Strategien betreiben muss. Einerseits medizinisch und das andere gesellschaftlich. Denn dann können wir an das Thema rankommen. Und wenn wir jetzt hören, wir lagern Impfstoff in Kühlschränken ab, und das ist wirklich Katastrophale ist ja, dass die teilweise an die Haltbarkeitsgrenze gehen, diese Impfstoffe. Also die haben alle eine ganz kurze Haltbarkeit nur. Und irgendwann schmeißt man die Dinger weg, nur weil wir sie nicht verimpft haben. Das kann es eigentlich auch nicht sein. Das heißt, wir müssen schnell jetzt das Ganze ausrollen, auch für die, die jetzt so in die Einkaufszentren gehen und wieder sich anstecken. Also nur zu Ihrer Frage, wie kommt der MS-Patient an die Impfung? Wir haben jetzt in vielen Bundesländern
die Möglichkeit über Atteste die Priorisierung von 3 nach 2 zu heben. Und das muss man eben immer wieder machen und gucken, dass man schnell an seine Impfung kommt. Ich will vielleicht auch nochmal aus neurologischer Sicht dazu Stellung nehmen. Also ich schreibe formlose Atteste aus, um eben die Priorisierung zu bestätigen, die dann auch bei den Impfzentren gilt. Und würde natürlich auch jetzt bei schwerer erkrankten, höher behinderten MS-Patienten die Priorisierung noch weiter anheben. Das ist vollkommen klar, kann man machen, aber es ist letztlich Stückwerk, muss man sagen. Und es ärgert mich auch, weil letztlich, wenn man uns die Impfung freigeben würde, was ja möglich wäre, ich wüsste schon, wer von meinen MS-Patienten zu welchem Zeitpunkt wann die Impfung am besten benötigen würde und könnte es besser steuern und könnte wahrscheinlich auch mehr Vertrauen schaffen, als das in Impfzentren der Fall ist. Also ich bin auch, ich muss sagen, das ist das Einzige, was mich im Moment tatsächlich besorgt an der Strategie. Sonst kann man eigentlich sehr zufrieden sein, wie es in Deutschland gelaufen ist, dass man jetzt eigentlich bei dem Impfen doch einiges verbaselt. Das hätte man besser machen können, müsste man auch besser machen und es bräuchte eigentlich einen Strategiewechsel. Ich bin da nicht besonders glücklich im Moment. Was natürlich jetzt so für die neurologische Praxis schwierig ist, sind die Multidosen. Das heißt, wenn Sie jetzt anfangen, jemanden zu impfen, dann müssen Sie halt noch viele andere gleich mit eintakten in dem Termin. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Bei Pfizer-BioNTech haben wir 6 in der Dose, in der Flasche drin. Bei AstraZeneca sind es 10 bzw. 11. Bei Moderna steigen die jetzt auf 15er Dosen um. Also das macht so für die Anwendung in der Praxis schon nicht ganz so einfach. Das ich muss man dann schon gut takten. Ich habe jetzt mehr an Sie gedacht, dass ich die... Naja. Ja, also man, aber auch dann muss man das schon so ein bisschen organisieren. Ich meine, die Hausärzte haben Erfahrung aus der Schweinegrippe-Pandemie, wie man mit 10er Dosen umgeht. Die können das, aber man muss es ihnen geben. Und man muss ihnen vor allem auch, ganz wichtig, dann die Software geben, wie sie das Ganze eintakten. Ich höre jetzt aus den Medien, dass Herr Spahn zum 1. April die Hausärzte ins Boot holen will. Es gibt meines Erachtens oder meines Wissens noch keine Software, um die Impfungen zu erfassen. Das ist der nächste GAU, der nicht vorbereitet worden ist. Denn wir müssen jede Impfung minutiös eingeben und ans RKI melden. Und das hat die Hausarztpraxis bisher gar nicht. Also das Ganze ist auch noch nicht so ganz gegessen, wie das dann funktionieren soll. Vielleicht um es nochmal zu spezifizieren, weil es da noch Nachfragen gab. Ja, MS ist praktisch Priorisierung 3, aber man kann es natürlich über einen ärztlichen Test auch auf 2 anheben. Aber wie gesagt, ob das so sinnvoll ist, jetzt einfach Priorisierungslisten abzuarbeiten oder ob man nicht einen Strategiewechsel bräuchte, wäre wahrscheinlich die grundsätzliche Frage. Und nochmal zusammengefasst, weil das immer wieder reinkommt. Ja, ich glaube, wir haben alle ein gutes Gewissen, auch Allergikern zu empfehlen, sich impfen zu lassen. Wir haben damit absolut kein Problem, egal gegen was für eine Allergie es sich jetzt richtet. Außer vielleicht, wenn Sie wissen, dass Sie definitiv gegen Polyethylenglykol allergisch sind, dann sollten Sie bei dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff vorsichtig sein. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, man kann was anderes nehmen. Ja, und eine Anaphylaxie kriegt man auch in Kontrolle. Ja, so wild ist das auch wieder nicht. Bringt mich aber zu einem weiteren wichtigen Thema, das sind nämlich so die Langzeitfolgen, die immunologischen Langzeitfolgen. Jetzt sage ich mal von meiner Seite als Immunologe, immunologische Langzeitfolgen sind für mich auch Sachen, die eigentlich nach 4 Wochen durch sind, immunologisch. Ja. Aber es geht halt um die Allergie vom Spättyp, wo auch so Sachen wie jetzt GBS und auch vielleicht, eventuell das dazugehört, was man beim Schweinegrippeimpfstoff gesehen hat mit der Narkolepsie. Also das sind ja immunologische Spätschäden. Vielleicht können Sie dazu auch nochmal kommentieren, ob Sie da irgendeine Sorge jetzt auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund der ganzen Real-World-Erfahrung haben, dass da noch was auftritt. Also in Israel hat man Anfang Dezember angefangen zu impfen. Jetzt sind wir im März. Das heißt, wenn irgendwie ein Sicherheitssignal in Richtung Narkolepsie, Stichwort, oder andere ungewöhnliche Autoimmunerkrankungen, die bisher nicht aufgetreten sind, gekommen wäre, dann wäre das schon gesehen worden. Man darf nicht vergessen, in Israel hat man 4 Krankenkassen. Das heißt, wenn da irgendwas Neues kommt, was vorher nicht da war, dann hätten die das gesehen aufgrund ihrer Datenanalyse. Und wenn da nichts zu sehen ist, dann ist auch nichts länger zu erwarten. Es wurde ja auch immer diese Frage der Infertilität da in den Raum gestellt. Was Herr Bakti hat das in einem Interview sich dazu geäußert. Das Ganze ist
wissenschaftlicher Unsinn, denn dieses Aminosäuremotiv, das da in Frage gestellt worden ist, findet sich auch beim Wildvirus. Sprich, dann müsste die Infertilität auch bei der Covid-Infektion resultieren. Und allein die Amerikaner haben jetzt etwa 40.000 Schwangerschaften nach einer überstandenen Covid-Erkrankung gemeldet. Also wenn die Infertilität durch die Impfung oder Wildinfektion ein Problem wäre, dann hätte man das auch schon. Also das Ganze ist wahrscheinlich alles nur theoretisch. Und jetzt jeder Monat, wo wir nach Beginn der Impfkampagne in Israel rückblickend auf die Daten in Israel schauen, gibt uns mehr Sicherheit, dass da nichts zu erwarten. Diese Fruchtbarkeitsdiskussion, würde ich sogar sagen, war gesellschaftlich zersetzend einfach. Das ist noch nicht mal irgendwo auf eine wissenschaftliche Basis gesetzt. Ich meine, wenn man Blastanalysen drüber laufen lässt, gibt es keine Motive, die ähnlich sind zwischen plazentaren Antigenen und dem Virus. Aber ich meine, behaupten kann man vieles. Ne? Und es ist immer schlimmer, das Ganze dann eben rational wieder aus dem Weg zu räumen, als wenn man es einfach mal eben übers Netz streut. Und das ist leider ein Phänomen unserer Zeit, was aus meiner Sicht zu häufig passiert und auch mit dem teilweise sehr verantwortungslos umgegangen wird. Ich habe noch eine ganz witzige Frage auch gehabt. Ist durchaus relevant. Wie sieht es denn aus mit denen, die antikoaguliert sind und geimpft werden? Ist es ein Problem? Sie haben ja schon viele geimpft, wahrscheinlich auch antikoagulierte. Also Marcumar, Xarelto, Dabigatran, was weiß ich. Also es ist natürlich schon wichtig, dass der Patient einen darauf hinweist, ich bin antikoaguliert, ja. Ich nehme Marcumar oder was auch immer, weil dann nimmt man eine andere Nadel. Dann hat man das Problem auch weg. Also normalerweise nehmen wir für die Impfung die blaue Nadel und die ist einfach dicker. Da wird man eine braune Nadel nehmen und würde etwas komprimieren nach der Impfung. Aber ich impfe seit über 20 Jahren bei uns im Spital und habe viele Antikoagulierte geimpft. Ich habe noch nie ein größeres Problem gesehen. Das ist so ein theoretisches Problem. Natürlich, wenn du eine dicke Nadel nimmst und die richtig reinrammst, dann kann schon mal bluten, aber es macht mehr nicht. Also mit dem braunen Nadel ist überhaupt kein Problem. Alles klar. Darf auch diesen Abschnitt nochmal ganz klar zusammenfassen. Also wir haben keine Langzeitfolgen jetzt in der Real-World-Situation gesehen. Deswegen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass solche, sagen wir mal, Komplikationen wie jetzt zum Beispiel ein Guillain-Barré-Syndrom, also eine schwere Polyneuropathie, autoimmune Polyneuropathie, im Endeffekt über die Einzelfälle hinaus nach einer Impfung passiert mit Covid-19. Und muss auch sagen, insgesamt ist es ja eigentlich, wenn man jetzt die Daten beobachtet, eine relativ gut angelaufene Impfkampagne, oder? Also Sie beobachten das ja wahrscheinlich auch. Letztlich muss man sagen, man hört ja relativ wenig eigentlich über Sicherheitsaspekte, die über normale Impfreaktionen hinausgehen. Also Sicherheit ist eigentlich bisher überhaupt kein Thema gewesen. Und was eben so immer wieder aufstößt, sind diese Fiebermeldungen, die mitgeteilt werden. Fieber per Definition ist über 38,5. Erhöhte Temperatur ist eben nicht Fieber. Und das muss man halt immer ein bisschen trennen. Also diejenigen, die wirklich Fieber hatten für einen Tag, mein Gott, das ist jetzt nichts, was jetzt so fürchterlich problematisch ist, das kann man durchaus ertragen. Und es gibt ja Paracetamol und Ibuprofen, die durchaus den Fieber in den Griff kriegen. Und ansonsten leidet man halt, wenn man es nicht schluckt. Ich denke, die meisten, die Fieber haben, die haben das Problem, dass sie nicht schlucken wollten. Und dann muss man halt Indianer sein und muss aushalten. Aber spätestens am zweiten Tag sind sie dann wieder auf der Matte. Also das ist jetzt nichts etwas, was so... Ja. Also ich will das auch nochmal so aufgreifen, weil das häufiger gefragt ist, klar darf man sein Paracetamol oder sein Ibuprofen nehmen, wenn einem nach der Impfung nicht ganz so gut ist. Das ist ein, sagen wir mal, absolut probates Mittel, das auch in den Griff zu kriegen. Und ich möchte vielleicht auch noch anfügen, weil das immer wieder gefragt wird, es sind wohl auch viele Patienten da, die in der Vergangenheit Therapien mit Endoxan, Metoxantron bekommen haben. Eigentlich das ja auch nur echte immunsuppressive Therapien. Ich möchte auch noch mal so ein bisschen modulierend eingreifen. Die MS-Medikamente, die wir heute zur Verfügung haben, sind eigentlich extrem selektive Immunmodulatoren und haben nichts mit der, sagen wir mal, ja, baseballschlägerartigen Immunsuppression zu tun der früheren Jahre. Aber auch die Patienten, die jetzt vor Jahren mal Mitox bekommen haben oder Endoxan bekommen haben, können durchaus
sich jetzt impfen lassen müssen, da keine Befürchtungen haben, dass da irgendwelche Gefahren sind. Wie gesagt, auch wenn es ein Vektorimpfstoff ist, der auf einem viralen Vektor beruht, es ist per Definition, Herr Schwarz, korrigieren Sie mich, ein Totimpfstoff, weil nicht vermehrungsfähig. Genau, es ist ein nicht replizierender, nicht vermehrungsfähiger Vektor. Das ist mir ganz wichtig vorzuheben. Darf ich noch mal kurz zurückgehen zum letzten Punkt, dem Paracetamol und Ibuprofen. Sie haben gesagt, man darf das dann nehmen, richtig. Wichtig ist aber, man soll es nehmen, wenn man die ersten Anzeichen verspürt und nicht erst dann, wenn man Fieber hat. Wenn man Fieber hat, kann man es natürlich auch nehmen. Aber wenn Sie wirklich eingreifen wollen in diese Interferonfreisetzung, in das, was man so letztlich wirklich sehen an systemischer Reaktion, dann muss man das Paracetamol dann beim ersten Symptom nehmen. Sprich, ich sage den Leuten immer wieder, habt es bitte parat, dass wenn ihr was merkt, dann schluckt es bitte gleich und nicht warten, bis ihr dann Fieber habt, weil dann ist es Fieber schon da. Und dann wirkt Paracetamol auch nicht mehr so gut, wie wenn man es im initialen Anstieg wegfängt.